Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir stehen hier kurz vor einem großen Kampf und die Chancen sind sehr gut, dass ich da drauf gehe. Also, einmal rein da. Ja, natürlich kommen da welche. So, da. Einmal Schrott machen. Nice. Komm her. Alter. Nice. Oh, oh. Und tschüss. Oh, fuck. Geht's ihm gut, BD? Fuck, 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 fuck. Alter, den kann ich ja gar nicht blocken. Ja, mach ich ja. Ich glaube, ich komme mit dem Schwert nicht weit. Jämmerlich. Ja. Fuck. Ich werde niemals aufhören zu kämpfen. Ich werde mich dir nicht ergeben. Nochmal verfehle ich dich nicht. Alter, ich bin doch weg gewesen. Scheiße. Ja, und ich hätte natürlich auch die Zeit langsamer machen können. Wo? Echt jetzt? Da wäre jetzt irgendwie ein Safe Point ganz angenehm gewesen, der in der Nähe von diesem Kampf ist. Ja, komm, mach wieder dein Ding. Gut. Hab einige Gegner gesichtet. Ja. Ich skip mal. Nein, 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 nein. Oh, das wäre es jetzt noch gewesen. Warum kann ich hier in der Nähe nicht safen? Ah. Da hätte es eine Abkürzung geben. Die werden wir gleich mal aktivieren. So, jetzt müssen wir doch diesen Spaßpark hier nochmal. Bin doch. Kontakt. Kommt ihr da raus? Überraschung! Sie werfen Granaten! Lauf! Okay, lauf! Das geht nicht! Dankeschön. Komm, wir machen einen Abflug. Blockst du nicht? So, einmal da runter. Nicht gut. Freiheit. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Oh doch. Ja,
eins dem. Läufst du vor mir weg? Gott, Rüdiger. Sehr gut. Komm, wir machen Abflug. Ich konnte Rüdiger scannen. Ja, scan mal. Sieh dir das an. Geil. So, jetzt den Spaß hier noch aktivieren. Dann haben wir beim nächsten Mal sterben, nicht so weit. Moin. Ohne Worte. Ja, gut, diesmal geht's aber schneller. Feinde! Naja, lasst euch nicht beirren, ich bin ja nur auf der Durchreise. Oh. So, der nächste bitte. Boah, das hat gerade noch funktioniert. Das war wieder eng. So, Geronimo. Okay. Ich hab Gesellschaft, die sind nicht freundlich. Ich bin bei dir, Kerl. Kommt sie da wieder runter? Nee, steht einfach nur so da. Oh, geil. Nice. Der gehört mir. Nein, nein, weg, 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 weg. So, und jetzt ist Big Daddy da. Das ist unmöglich. Ich werde noch nicht sterben. Ah, los, immer weiter! Dein Blut, meine Freiheit! Oh ja, diesmal ausgewichen. Hilfe, Sam! Ich gebe niemals auf! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, das war schon was. Ich glaube, die mögen uns nicht. Findest du? Wie kommst du auf das? Warte mal ganz kurz. Das da oben sieht was wieder noch Secret aus. Anderen Kompasse verschwunden? Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Wenn sie so ja, die ich kann ich wieder nicht aufmachen. Steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Also das werde ich nicht machen, dass wenn ich dann die Fähigkeit kriege, diese Teile aufzumachen, dass ich hier nochmal alles abklappe. Ich mache keine 100%. Bisschen umsehen okay, aber nee. Könnte ich vielleicht irgendwo mal speichern? Wir retten also sie, hauen ab, finden Tenelor und dann...
Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich hab meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach... Boot. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Und bleib am Leben. Diese Energiedinger. Kommt da was? Oder ist die Tür einfach... Ja, okay, die ist einfach nur so aufgegangen. Ja, rein in die Ritze. Das ist nicht besonders einladend. Was ist es auch schon? Hallo, Licht? Dankeschön. Ausgang? Wo geht's denn jetzt hin? Ach, da. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Oh, Spionage-Collision. Droiden aus der Waldanlage? Okay. Also nicht in diese Richtung. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, aber okay. Ich habe so das ganz dumpfe Gefühl, dass da irgendwas Ekliges auf uns zukommt. Dagon wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Aber wieder... Sag mal, warum bleibst du da immer? Ich mag diesen Ort nicht. Vor allem nicht in der Kombi mit der Musik. Ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht mit ihm. Und warum tut ihm das nichts? Du bist mutig. Da ist er. Was willst du damit? Das ist Deckens Befehl. Das ist für mich. Was? How? Alles. Whoa, 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 whoa. Sie haben uns. Wir müssen hier sofort verschwinden. Das war clever.
Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Aus R, B und A. Okay. Du gibst mir immer jetzt eine neue Perspektive. Kann ich auch das machen. Alles gut, Kumpel. Gehen wir. Oh, finally. Ich kann speichern. Nee, kommst du, die können erstmal so bleiben. Wird Zeit aufzubrechen. Ach so. Ja, dann. Kann ich das auch, wenn ich da oben bin, noch mal irgendwie machen? Ah, natürlich nicht. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft Ihnen Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Dankeschön. RBY. Ist aber schon irgendwie cool, wie da immer mehr Mechaniken dazukommen, damit es nicht langweilig wird. Komm, runter mit dir. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Karten, ohne aber auch Zeit. Erinnert euch an eure Ausbildung. Okay. Na, toll. Ja, und tschüss. Ab nach unten. Ich muss da schneller sein. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Nein. Wow, knappe Sache. Warum? Hat hier noch was? Nee. Und jetzt. Das war's. Wunderbar. Abkürzung. Hallo, ihr da? Das wäre die Abkürzung nach dahin. Warum will ich, dass das nach oben geht? Okay, erst Boden sehen. Hier ist ganz. Sehr geil. Kann ich es auch wieder nach oben machen? Nö. Oh, da hinten wäre vor der Fälle etwas. Nice. Schön. So, rüber jumpen, kann ich das so, ja. Hier nach oben geht auch nicht. Taktik. Du nach oben. Jo, das hat nicht funktioniert. So, du nach oben. Nice. Das ganze Zeug.
Nein, geh weg, geh weg! In mir steckt noch viel mehr! Ja, komm her. Spüre das! Oh, das war ein geiler Move. Und wieder ein Vermächtnis. Ein Druidiker? Wenn ich nur... So, tut mir leid, alter Druide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Hast du was, Kumpel? Hier ist kein Durchkommen. Da bleiben. Bist du so eine Abkürzungstür? Geht nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Ey, das ist so dumm. Da bist du ja. Guter Versuch. Neu von mir. Senke Erwartungen. Senke Erwartungen. Weiß. Mehr Elektroschrott. Oh, es ist endlich mein Aufzug, der funktioniert. Yes. Bolt? Bolt, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Naja, vermutlich letzteres. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Aktiv Garn. Moment mal, was war das hier? Ach, da natürlich wieder durch. Secrets, keine Secrets. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Moment. Das ist ja genau die gleiche Stelle. Will ich. Ach, wisst ihr was? Wir tun mal ganz kurz meditieren. Ausruhen. Jetzt ist auch der Druidika wieder da. Aber da ist kein Problem. Oh, bleib da. Da, bitte einmal nach oben. Willkommenskomitee. Eins. Ah. Was bringt es mir, dass ich jetzt da oben bin? Ah, da ist der Kollege. Ah, da oben ist noch ein Eingang. Ob ich das schaffe, dass ich da... Nee, das ist doch zu weit, oder? Aber jetzt was, ich probier's mal. Nö. Was muss ich dann hier machen? Ach, ich hab's mal wieder nicht gesehen. Ich bin doof. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis.
Du, aktiviere die Waldanlage. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalore sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Droiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Droiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Ich frage mich gerade vor allem, warum hat er diesen Schwur gemacht? Was war der Auslöser dafür? Was willst du? Okay, du gehst dann nach oben. Du bist hier und können wir da Wallrun machen? Nee, ich hab's natürlich wieder verkackt. Aber macht das so Sinn? Ja, nein. Okay, das ist so ein Jump-Ding. Okay, hat geklappt. Sie ist in der Nähe. Gibt es da noch irgendwie einen anderen Weg? Oder muss ich hier weiter nach oben? Ich muss weiter nach oben, ne? Und wenn ich dann weiter oben bin, dann hier entlang? Ich probier's mal. Nein. Oder direkt dahin? Mann! Na! Aber ich habe da gerade was gesehen. Kann ich da das da irgendwie... Ah! Und von da kann ich nicht direkt dahin. Moment, das würde ich nochmal probieren. Das muss ja irgendwie gehen. Fast. Okay, ich hab's geschafft. Moment mal. Ne, da ist nichts. Okay, dann einmal runter hier. Save Point. Ich muss meinen Geist freimachen. So, einmal nach da hinten. Was ist hier? Nein! Nein!
Wenn wir nochmal nach oben fahren können, dann fahren wir nochmal nach oben. Das ist aber eine lange Liftfahrt. Aufzugmusik wäre sich wenig schlecht. Zum ersten Mal da. Oh. Ja, dann sind wir wieder da, wo wir vorher gewesen sind. Okay. Wir gehen mal raus. Wir gehen wieder rein. Geil, ich kann wieder nach oben fahren. Ach, cool. Man kann hier sogar nach oben sehen. Oh, hier wird es dann dunkel. Oh, komm, Lift. Mach schneller. Was beim Kreis drin besonders schlecht wird. Komm schön. Wait a moment. Wir sind jetzt wieder... Hä? Aber... Oh... Wir müssen auf die andere Seite. Nein, Nate ist schon wieder... Nein! Das ist jetzt nicht wahr. Okay. Liebe Leute, ich überspringe mal für euch diese kleine Fahrt. Okay, da bin ich wieder. Ich habe hier mal die Extrafahrt gemacht. So, was hat's hier noch alles Schönes? Der könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich. Meinst du wirklich, wir treffen auf Degen? Das sind die Escape-Pots hier, ne? Ja, das können wir. Sehen wir nach. Rettungskapseln könnten nützlich werden. Oh, aber es ist so geil, wenn die da abgefeuert werden, wenn wir hier unten sind. Hm. Was ist das hier? Da ist... Ah, da hinten ist noch ein Bereich. So. Das hätte ich fast übersehen. Oh. Okay, Sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist... eine Kette, die ich durchbrechen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Tenalor gehört mir! Meisterin Kree hätte sich diesem Tag verrotten lassen sollen! Freiheit!
Ja, vielleicht nicht die reale Freiheit. Oh, Battleground. Halt dich fest, sie! Das war der Plan! Oh! Jämmerlich! Du machst Fehler! Ihr Allah. Seid schwach! Stimmt, hierher! Amüsant. Fuck. Schwach. Fuck. Hilfe, Stim. Da weg. Mach das nochmal. Fuck. Weg, 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 weg. Zeitverschwendung. Ihr werdet scheitern. Tenelor gehört mir. Und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Fuck. Dem. Fuck. Wirklich? Ihr steht also noch, was? Ja. Nein. Leidet. Nice. Ihr lernt also doch dazu. Von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Auf der Höhe ihres Könnens, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Es war ja klar, dass das natürlich nicht der finale Kampf war. Ach, schade. Und Ausdauer? Bitte lass Ausdauer sein. Yes. Und doch. Komm schon, sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Seine Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Kree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Moment. Wir nutzen jetzt wirklich so eine Kapsel.
Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein. Ich hasse diese Dinger. Ja, hat ja gut funktioniert. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Was Ravis zum geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Was ist denn das? Das ist ganz viel gar nichts. Immer wieder was zu mitnehmen. Moment mal. Ich weiß, wo wir hier sind. Oh, er ist weg. Können wir jetzt eigentlich das Teil hier irgendwie... Oh, ja. Hier muss man aber ja sehr schnell sein hier. Geilomatico. Nice. Speichern. Okay, weiter geht's. Will ich das? Will ich das jetzt machen? Also da hinten hat es 1, 2, 3 Sachen. Das sieht aus wie eine Kammer da hinten. Das könnte spannend werden. Und da auch nochmal. Ah, ich glaube, das ist ein Lifter. Okay, liebe Leute. Wir sind aber eh wieder an der Zeit. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da, oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, werdet Kanalmitglied. Und da seht ihr die ganzen Folgen dann im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.